Außen hui, innen pfui, Blender, Dividendenaktien enttarnt. Management und Politiker, die haben ja eins gemein, auch wenn die freie Wirtschaft immer auf die Politiker schimpft, dass die keine Ahnung haben, was oft genug ja auch der Fall ist. Aber beide sind eben nur auf eine gewisse Zeit, sage ich jetzt mal, gewählt, wenn man es ein bisschen frei interpretiert. Und jeder, der nur eine gewisse Zeit irgendwo ist und weiß, dass er danach dann woanders sein wird, der versucht halt möglichst gut auszusehen in der Zwischenzeit und dann halt auch entsprechend zu handeln. Und eine Möglichkeit, wie man eben versuchen kann, gut auszusehen, das ist, indem man die Kennzahlen pro Aktie schönt aus Managementsicht. Und da sind eben die Aktienrückkäufe ein großes Thema. Lange Zeit war das Thema ein Randthema gewesen. Mittlerweile aber hat sich das so ein bisschen gefestigt oder ins Bewusstsein reingefressen. Ich habe ja auch ein paar Videos gemacht. Das letzte war ja über Starbucks, wo ich sehr kritisch umgegangen bin mit den Aktienrückkäufen. Und Apple habe ich auch schon mehrfach aufs Korn genommen. Ich habe gesehen, dass auch andere YouTuber jetzt sich mit dem Thema beschäftigen. Was wir hier jetzt sehen, das ist eine Reaktion oder ein Kommentar auf das letzte Starbucks-Video. Und da wird halt dann gefragt, da fragt der Alex K., wie man denn im Prinzip sehen kann, ob da ein Aktienrückkauf durchgeführt wird. Und da hat meine Antwort vor 4 Tagen gelautet, entweder im Aktienfinder über die Position eigene Aktien, Treasury Stocks, oder beziehungsweise wenn sie eingezogen werden, die Aktien. Es gibt ja 2 Möglichkeiten. Entweder die werden zurückgekauft und bilanziert oder sie werden zurückgekauft und vernichtet eingezogen. Und dann gibt es auch keine Position eigene Aktien beziehungsweise Treasury Stocks. Und dann kann man auch im Aktienfinder nichts sehen. In diesem Fall war das bei Starbucks so und da musste man sich dann leider anderweitig informieren. Soweit der Stand vor 4 Tagen. Ich war in der Zwischenzeit fleißig und die Antwort ist jetzt nicht mehr aktuell. Das heißt, man kann das jetzt auch im Aktienfinder selbst sehen. Das heißt, was wir jetzt machen ist, wir gucken uns nochmal kurz Starbucks und Apple an, wie das jetzt im Aktienfinder aussieht und wie man dann, ohne in die Bilanzen zu gucken, sehen kann, dass hier ein, ja, wie sollen wir sagen, Rückkaufmissbrauch stattfindet. Und dann gucken wir uns noch eine Dividendenaktie an, die jeder kennt und wo genau das Gleiche passiert, was aber wahrscheinlich noch niemand auf dem Schirm hat. Und dann gucken wir uns auch noch REITs an, weil es ist auch sehr interessant, was bei denen passiert. Also würde ich sagen, haben wir jetzt ein interessantes Programm und let's go. Wobei ich überlege gerade, also wir lassen Apple mal weg. Man kann sich auch mein letztes Video dazu ansehen oder selber im Aktienfinder gehen. Wir gehen mal gleich auf Starbucks. Und das ist in der Fundanalyse. So, und für die Aktienfinder-Profis, dieser Chart hier, der ist neu. Den habe ich ausgetauscht. Der Chart, der vorher hier war, der ist jetzt woanders, das zeige ich noch. Und worum es jetzt geht, das ist zum einen die Geschichte hier. Wir sehen ja also hier Starbucks und dann zoomen wir mal rein. Dann sehen wir hier eben die Verschlechterung der Bilanz. Wir sehen hier den Milliardenhaufen, mit dem Nestle Starbucks beschmissen hat. Und dann hier eben das riesen Aktienrückkaufprogramm, was dazu geführt hat, dass das ganze Geld, was sie gekriegt haben, im Prinzip wieder weg ist. Und wir haben hier eben keine Bilanzposition eigener Aktien, weil Starbucks eben die Aktien eingezogen bzw. vernichtet hat. Kann man dann auch schön im Detail in dem Video sehen, das ich gemacht habe. Und da konnte man aber nur das sehen und hat nicht gesehen noch, als es den Schaden nicht gab, dass es durch Aktienrückkäufe verursacht ist, bzw. war diese Bilanzverschlechterung. Und hier sieht man jetzt eben zum einen die Rückkaufquote, das heißt im Prinzip, um wie viel Prozent sich die Anzahl der ausstehenden Aktien in diesem Fall verringert. Das sehen wir hier 0,9%, 1,8%, 1,8%. Und dann ging es schon hoch im Geschäftsjahr 2018 auf 4,6%, also deutlich mehr, also mehr als eine Verdoppelung vom Geschäftsjahr 2017 ausgesehen. Und jetzt eine Rückkaufquote von sage und schreibe 20,6%. Hochgerechnet auf das Geschäftsjahr 2019, weil zwischen 30.09. und 31.03. sind nur 3 Monate, 6 Monate. Das heißt, in Wirklichkeit beträgt die Rückkaufquote in den 6 Monaten um die 10,3% und aufs Jahr hochgerechnet wären es 20,6%. Also man sieht hier sofort, dass wir hier massive Aktienrückkäufe haben, die dann eben zu diesem Phänomen geführt haben. Und das ist eine Sache, die man sieht. Und die zweite Sache, die auch immer interessant ist und die auch immer gefragt worden ist von Mitgliedern und Interessierten. Ja, wir würden gerne wissen, also wir sehen, man sieht ja hier den Gewinn pro Aktie
Und wie viel davon kommt denn jetzt eigentlich durch zugekaufte Aktien zustande? Also dadurch, dass sich der Kuchen pro Aktie vergrößert durch Aktienrückkäufe. Und da haben wir erstmal hier den Gewinn pro Aktie, jetzt eben als Balkendiagramm. Aber hier im Prinzip noch genau die gleichen Zahlen, also für 2018 Geschäftsjahr 3,17 US-Dollar und hier auch 3,17 US-Dollar. Und jetzt kommt's, man kann jetzt den Gewinn pro Aktie bereinigt anzeigen. Und da sehen wir eben, wie hoch der Gewinn pro Aktie ausgefallen wäre, wenn keine Aktien zurückgekauft worden wären. Das heißt, hier wäre der Gewinn pro Aktie dann bei 3,02 gewesen statt 3,17 $. Also haben wir 15 US-Cent durch Aktienrückkäufe gewonnen. Und hier jetzt im Vergleich zu den weiteren 6 Monaten, die dann ins Land gegangen sind, sieht man, dass es nochmal ein bisschen deutlicher ist. Also das sind ja mehr als 15 Cent, das sind 24 Cent, wenn ich gerade richtig gerechnet habe. Und zwar nur innerhalb von 6 Monaten. Also sieht man jetzt im Prinzip nicht nur hier, also beziehungsweise wir sind nicht länger angewiesen, zum einen darauf, dass die Aktien nicht eingezogen, sondern bilanziert werden, dass sie also hier ausgewiesen werden, weil wir eben hier die Rückkaufquote schwarz auf weiß sehen. Und dann sehen wir eben auch noch, wie viel es ausmacht pro Aktie bezüglich des Gewinns. Der andere Chart übrigens mit Dividenden und Kursgewinnen, wo man die sieht, also gibt es hier einen neuen Tab, wo man die Dividenden und Kursgewinne sieht, einmal auf Jahresbasis und einmal kumuliert ab dem Jahr 2000. Dann gucken wir uns jetzt mal die andere Aktie an, von der ich sage, jeder kennt sie, hat das Unternehmen auf jeden Fall schon mal gehört und das fällt für mich auch unter die Blender-Kategorie und das wäre Oracle. Gucken wir uns Oracle mal an, gehen da gleich in die Vollanalyse. Und hier sieht man jetzt zuerst, wenn man den Gewinn pro Aktie sich einfach nur anschaut, sieht es ja gar nicht schlecht aus. Wir haben hier einen kleinen Einbruch, aber im Prinzip geht es doch hier die ganze Zeit aufwärts und hier scheint es auch wieder aufwärts zu gehen hier. Wenn man jetzt aber schon mal hier auf Unternehmensebene die gesamte Umsatzentwicklung anschaut, dann sieht man doch, dass die Margen stabil bis leicht rückläufig sind in den letzten 8, 9 Jahren und die Umsätze jetzt auch kaum wachsen. Das heißt, wir haben hier im Prinzip mehr oder weniger seit, sage ich mal, 2011, 2012 irgendwo bei Oracle eine Stagnation. Für ein Softwareunternehmen überhaupt kein gutes Zeichen. Wenn wir jetzt aber hier mal anschauen, den Gewinn pro Aktie, dann sind wir hier bei 1,67 bzw. 1,96 und waren wir da also am Anfang der Stagnationsphasen und sind momentan bei 2,76, also schon nochmal eine deutliche Erhöhung. Und diese Erhöhung sehen wir jetzt gleich, dass die gekauft worden ist eben über Aktienrückkäufe. Wir haben auch hier, ähnlich wie bei Starbucks, keine Treasury Stocks. Das heißt, wir würden es aufgrund dieser Grafik erstmal nicht sehen. Wir sehen es aber hier. Und zwar zoomen wir mal ein bisschen rein. Und da sehen wir, dass ab 2012 wir Aktienrückkäufe haben, beziehungsweise die Anzahl der ausstehenden Aktien sich verringert, hier noch unwesentlich. Aber dann 2013, 2014 um jeweils 5% und dann etwas weniger. Und jetzt wieder in den letzten 9 Monaten extrem stark. Und zwar um 19,5%, auch das aufs Jahr hochgerechnet, um das jetzt die faktische Quote zu finden, Rückkaufsquote von 9 Monaten. Müsste man das Ganze durch 4 mal 3 berechnen. Also wird irgendwo bei 15% oder irgend sowas in der 14, 15% irgendwo da in der Richtung liegen. Also das ist schon sehr viel. Und das hat eben auch wie bei Starbucks dazu geführt, dass hier wir eine Bilanzverkürzung haben und dass die liquiden Mittel jetzt sich verringert haben. Wir haben ja Cash und Wertpapiere von 67 Milliarden gehabt. Und jetzt sind es halt noch 40 Milliarden auf der einen Seite und auf der anderen Seite haben wir dann eben ein besseres Ergebnis pro Aktie. Wir haben hier noch keine echt, doch, wir haben hier eine minimale Steigung um 5 US-Cent pro Aktie. Wir sehen aber hier, wenn wir die Rückkäufe analysieren, was die an Ergebnis, wie ergebniswirksam diese gewesen sind, dann sehen wir zunächst, dass wir eben diese 2,71 hatten. Also das ist hier 2,71 pro, also Gewinn pro Aktie und offiziell 2,76 danach, also das ist das hier, also eine leichte Steigerung,
Hätte es keine Aktienrückkäufe gegeben, dann wären wir aber bei 2,36, also ein deutlicher Ergebnisrückgang. Und das ist eben ein Blender aus meiner Sicht. Und ich würde in so ein Unternehmen nicht investieren, weil man ja hier schon gesehen hat bei Entwicklung von Umsatz und Margen, dass wir hier eine Stagnation haben. In der Softwareindustrie wohlgemerkt, also das ist keine Tabakaktie. Dann kommt hier noch Goodwill dazu, massiver. Das ist auch nochmal ein dicker Minuspunkt. Und dann eben, wie gesagt, diese ja mehr oder weniger einfallslosen Aktienrückkäufe, damit man hier halt eben keinen Ergebnisrückgang ausweisen muss. Also Hände weg von Oracle wäre jetzt meine Meinung. Ist natürlich meine persönliche Meinung nur. Gucken wir uns mal hier noch die REITs an. Dann nehmen wir mal Realty Income. Gehen natürlich in die Vollanalyse. Und hier sehen wir, dass wir ab und zu mal eine Reduzierung der ausstehenden Aktien haben, dass wir aber im Regelfall Kapitalerhöhung höchstwahrscheinlich haben, beziehungsweise, das war schon die Interpretation, die Anzahl der ausstehenden Aktien erhöht sich. Ich denke, das ist relativ einfach nachzuvollziehen bei einem REIT, denn ein REIT kann ja nur wachsen, indem er im Prinzip neue Immobilien kauft und neue Immobilien kosten Geld. Da wird also viel Investitionssumme fällig. Und man kann natürlich Fremdkapital aufnehmen, was sicherlich auch gemacht wird, aber man kann nicht ausschließlich Fremdkapital aufnehmen, dann wäre die Eigenkapitalquote irgendwann zu gering. Insofern muss auch immer Eigenkapital her und Eigenkapital kann man eben durch Kapitalerhöhungen machen. Und deshalb vermute ich, dass hier bei REITs das hier der Normalfall ist. Die Anzahl der ausstehenden Aktien erhöht sich. Das heißt, erstmal der Kuchen pro Aktie verringert sich auf der einen Seite, weil sich die Anzahl der ausstehenden Aktien erhöht. Ist aber nicht wirklich schlimm, so wie ich das sehe, weil dafür wird ja was gekauft, also Immobilien im Regelfall, sodass das wieder das Gesamtergebnis hier erhöht. Insofern ist das erstmal in Ordnung und liegt bei REITs, meiner Meinung nach, in der Natur der Sache. Das wollte ich nur mal noch kurz für REITs erwähnt haben. Ja, damit wären wir schon am Ende angelangt. Also wichtig bleibt nach wie vor das langfristige Gewinnwachstum, das ist A und O. Und was wir jetzt eben noch zusätzlich haben, ist die Möglichkeit, den Blender-Dividenden-Aktien oder Blender-Aktien allgemein leichter auf die Schliche zu kommen, wenn das Management versucht, irgendwie seine Daten schön zu rechnen pro Aktie durch Aktienrückkäufe. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao!